Warten Sie, ich werde das Wasser probieren. Ja. Guten Tag. Ach. Warten Sie, ich werde das Wasser probieren. Ja, dazu muss ich den Mann erstmal vorbeilassen, fürchte ich, ja. Ist tatsächlich so. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Little Big Adventure. Wir befinden uns im Wasserturm. Wir haben unseren Sirup in diesen, ja, ins Wasser geleert. Jetzt ist ja quasi das komplette Leitungswasser wieder von Wohlgeschmack. Und das wird dazu führen, dass uns der nette Kollege in der Bibliothek, wenn wir denn da jetzt unverletzt hinkommen, so auf die Schnelle, eventuell die das Hauptarchiv öffnen kann. Was ja unheimlich krass wäre. Denn das wollen wir ja auch. So, da gehen wir auch nochmal in den Mülleimer. Kohle kann man immer brauchen, ne? So, jetzt. Wo willst du hin? Wieder zur Klumpfußstraße. Klumpfußstraße. Fahren wir also wieder zurück. So, dann. Oh. Ja, ich bin weg. Jetzt ist da was, ne? Jetzt ist da was. Dieser Pilz oder was auch immer das sein soll. Würde mich natürlich interessieren. Na? Ah ja. Hallo? Hallo? Eieiei. Das war jetzt aber was. Schon wieder ein Kleeblatt los, ey. Aber gut, dass wir welche gefunden haben, ne? Muss man ja auch sagen. Sticksteuerung nach wie vor nicht wirklich. Naja, wegen dem einen Herz haben wir uns jetzt. War jetzt eigentlich Quatsch. Aber man weiß ja nicht, was da drin ist. Aber meistens sind es, glaube ich, Herzen. Aber wenn da jetzt natürlich 20 drin gewesen wären, dann hätte sich der Kampf, glaube ich, schon wieder gelohnt, so mehr oder weniger. Sie? Guten Tag. Eigenartig. Tut mir leid. Kenn ich nicht. Hm. Die kennst du wohl. So. Naja, jedenfalls wollen wir ja jetzt. Ne, oben lang wollen wir, glaube ich, nicht. Das ist keine so dolle Idee. Da sind wir nämlich wieder mitten im Militärgelände drin. Das wird zu unserem Verhängnis sein. Was wir wollen, ist zur Bibliothek. Und die ist meines Erachtens in diese Richtung hier. Sowas wie eine Map gibt es leider, glaube ich, gar nicht. In dem Sinne, dass ich jetzt sagen könnte, okay, da und da lang muss ich gehen. Guck es mir vorher an, welche, wo ich links muss, wo ich rechts muss und so weiter. Moment mal. Aha, da kann man irgendwann später wieder rauskommen. Ja. Hier dürfte jetzt dann gleich die Bibliothek sein. Genau. Auch vom Militär bewacht, ne? Sollen ja keine Bücher angeliefert werden, die nicht regimekonform sind, ne? Beziehungsweise die werden dann direkt vor dem Gebäude verbrannt. So, was haben wir denn noch hier? Nichts weiter. Nur den Eingang zur Bibliothek. Den Hasi rauben wir jetzt diesmal nicht aus. Ja, das erspart einfach ein bisschen Ärger. Wir schauen jetzt mehr oder weniger direkt, dass wir den anderen Hasi finden, der uns ja eventuell jetzt bei dem geilen Wassergeschmack das Archiv öffnen wird. Ist es jener? Ne, der lief, glaube ich, hier rum. Warten Sie, ich werde das Wasser probieren. Guten ja. Tag. Ach. Warten Sie. Ich werde das Wasser probieren. Ja, dazu muss ich den Mann erstmal vorbeilassen, fürchte ich, ja. Ist tatsächlich so. Hm. Kirschgeschmack, nicht übel, aber Karottengeschmack wäre mir lieber gewesen. Ja, Leben ist kein Ponyhof. Ich führe sie wie abgemacht zu den Dokumenten über diese Legende.
Juhu. So. Dann haben wir da schon mal wieder eine größere Hürde geschafft, sage ich jetzt mal, ne? Ja, geh weiter. Ach, da lang. Entschuldigung. Aber keine Angst, das Spiel ist danach lange nicht vorbei. Es gibt noch viel zu tun. Oh ja, ein riesiges Buch. Wie könnte es anders sein? Das Geheimarchiv beinhaltet ein einziges Buch. Jetzt ist, glaube ich, relativ viel zu lesen hier, beziehungsweise relativ viel Text. Wir hören zu. Aus dem ursprünglichen Schlamm hervortraten, Jahrhunderte vor dem Staatsstreich des Dr. Funfrock, wurde eine Prophezeiung gemacht. Heute erinnern sich nur noch wenige an ihren genauen Inhalt. Deshalb ist sie unter dem Namen Legende bekannt. Alles, was im Zusammenhang mit dieser Legende steht, betrifft den Auftrag des Erben, der, sobald der Tag gekommen, berufen wird, einem Tyrannen den Garaus zu machen. Es existiert in der Wüste des leeren Blattes noch eine Informationsquelle, die die Legende betrifft. Die Wüste des leeren Blattes. Genau, da müssen wir nämlich auch noch hin, da geht es nämlich auch noch mal ganz schön ab. So. Vielen Dank. Kann ich noch was fragen? Guten Tag. Guten Tag, lieber Freund. Okay, jetzt haben wir dann nur mal das Guten Tag, das reicht ja für den Anfang auch mal. So. Wo kommen wir denn hier noch lang? Nur so aus Neugier. Hier ist gar nichts. Vielleicht irgendwo ein geheimes Buch, das nicht im Archiv liegt? Nein, also aus den Bücherregalen kann man sich keine Herzen, Tränke, sonst was holen. Schade. Aber egal. Denn wir haben ja jetzt, was wir wollten. Und Sie? Guten Tag. Ei. Kennen wir schon den Spruch mit der Legende? Weiß er nichts von? Nicht, wovon Sie sprechen. Okay. Dem Buch hier zufolge gibt es einen seeklaren Das Wasser, haben wir schon gehört. Hören wir uns nicht nochmal an. Jawohl. Also. Dann haben wir das mit dem Wasserturm erledigt. Jetzt können wir nochmal gucken. Holomap wurde erweitert. Das heißt, das ist der Hafen von Beluga. Wie wir da hinkommen? Müssen wir mal schauen. Müssen wir wahrscheinlich sogar. Kommen wir da nicht auch mit diesem Moped hin? Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht. Wüste des leeren Blattes, da müssen wir so. Da müssen wir, glaube ich, sogar auch mit dem Boot hin. Aber da müssen wir uns selber eins organisieren. Oh, Haus des Fälschers, das ist die Insel. Moment. Zurück. Haus des Fälschers, Proxima-Insel. Ja, genau. Das heißt, da müssen wir unter anderem auch hin. Wüste des leeren Blattes müssen wir hin. Hafen von Beluga, damit wir zur Insel Proxima kommen. Und da sind wir. Also auf dieser Insel hier irgendwo ist auf jeden Fall noch dieser Hafen von Beluga. Das heißt, da müssen wir noch irgendwie hin. Wie genau wir da hinkommen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wir müssen unter Umständen laufen, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Geht es nicht sogar auch mit diesem Moped oder was auch immer das da ist? Ich weiß es nicht. Ah, die ist dauernd geöffnet, wissen wir auch. Hier wird es ein bisschen zu heikel, ne? Hier wollen wir nicht bleiben. Ich muss jetzt mal rausfinden, so einigermaßen, wie ich diesen Hafen von Beluga denn irgendwie betrete. Vielleicht fährt mich ja sogar das Moped dahin. Das werden wir sogar als erstes mal ausprobieren. Aber dann hätte es mir das vorher wahrscheinlich schon angezeigt, dass ich das wählen kann. Jetzt müssen wir hier aufpassen, ob hier wieder ein Soldat rumrennt. Tut er nicht, okay. Wo willst du? Wasserturm möchte nicht sofort los. Nicht sofort los. Ich möchte wieder weg. Also. Wir benutzen hier einfach mal das Holomap. Um zu sehen,
Ah, wir sind immer noch am völlig anderen Ende der Insel, ne? Dann müssen wir vielleicht sogar vom Hauptinselhafen in den Hafen von Beluga fahren mit dem Schiffchen. Müssen wir mal schauen. Gehen wir mal zurück in den Hafen und erkundigen uns da. War hier noch irgendwas von der Beatrice? Hat die mir irgendwie noch was gesagt? Ja, das war ja das mit dem Slot hier für das Kleeblatt. Das können wir jetzt im Moment leider noch nicht erreichen. Uns fehlt dazu noch die Technik. Soll heißen, jetzt gehen wir erstmal wieder wirklich zurück in den Hafen, ne? Was Besseres fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. An der anderen Seite des Gefängnisses war auch noch ein Gefangener. Da war so ein Deko hinter einem Gitterfenster. Traue ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht hin. Ich habe keinen Bock, schon wieder zu sterben. Jesus Gott. Lasst mich doch alle in Ruhe. So. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Interessiert mich nicht. Interessiert ihn nicht. Okay. Ja. Der erzählt mir wieder, dass ich ein Ticket brauche. Ist in Ordnung. Guten Tag. Sie brauchen einen Fahrschein für Ja. die Zitadelleninsel. Lass mich nochmal ins Holomap gucken. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, Haus des Fälschers war auf der Insel Proxima. Das heißt. Ja. Ich muss jetzt wahrscheinlich von diesem Hafen hier in den Hafen von Beluga fahren, um dann anschließend irgendwie zum Haus des Fälschers auf die Insel Proxima zu kommen. Ich glaube, da muss ich aber dieses externe Boot nehmen. Also nicht das Schiff hier, sondern ein anderes Boot. So, das würde jetzt heißen. Ich versuche jetzt hier nochmal schnellen Fußes. Wollen wir da rein, genau. Und was? Ach, der will 30 Caches, Guten ne? Tag. Es ist doch verboten, davon zu sprechen. Sie haben Glück. Ich werde Sie gerne verraten. Aber das würde ich nicht um das Vergnügen bringen, Ihnen Caches abzujagen. Ach so. Ein Fahrschein für die Fähre kostet 10 Caches. Aber da ich einen Steckbrief in meinem Büro habe, brauche ich 30 Caches, damit ich ersetzen kann, dass du ihn ähnlich siehst. Also, jetzt mal ernsthaft. Das interessiert mich nicht. Jetzt habe ich hier 27, ja, 27 Caches habe ich und ich. Unmöglich, hier auch nur einen einzigen Föhn loszuwerden. Ja, mit dem Föhn, das hat Einer später noch meiner was auf Kunden sich. ist bereits dabei, Kunden. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwie. Annoncierung. Nein, nicht die Anno. Kennen wir schon. Wir wissen, dass wir gesucht werden. Ich muss jetzt da sauber noch mindestens noch zwei Caches finden, damit ich mir da das Ticket fürs Schiff leisten kann. Ne? Ist ja nun mal leider so. So, mal gucken, ob wir das irgendwie auf dem kürzest möglichen Weg hier bekommen. Jetzt sind natürlich wieder Herzen ohne Ende. Ist ja gut so. Sag jetzt mal, brauche ich ja gerade auch. Ist ja alles in Ordnung. Allerdings könnt ihr auch andere Sachen gebrauchen. Muss hier irgendwie Kohle herkriegen. Guten Tag. Eigenartig. Guten Tag. Ah. Seien Sie still, Unseliger. Es ist verboten, davon zu sprechen. Unseliger. Ich gehe jetzt einfach wieder da rein und hole mir nochmal das eine Cash, den einen Cash von dem Mülleimer. Dann gehe ich wieder raus und komme wieder rein. Wollte nicht die ganze Insel hier nochmal zu überqueren. Da bin ich danach halt völlig blank, ne? Aber ja gut. Guten Tag. Ja, Es ja. ist doch davon zu Ja, sprechen. ja. Ja, ja. Ja. Kennen wir. Kaufe ich. Kauf ich. Du besitzt einen Fahrschein für die Fähre. Und ich bin total pleite. Ich kann mir nicht mal ein belegtes Brötchen auf dem Schiff kaufen. Ne? Das ist jetzt natürlich. Ich möchte das mit dem Föhn noch nicht hören. Das mit dem Föhn wird später noch wichtig, ich weiß. Aber erst in einer anderen Situation.
So, und jetzt einfach nur rennen, 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 wenn es geht, nicht ins Wasser rennen. So. Und wenn der mir aber jetzt nicht die Insel Proxima anbietet, dann weiß ich auch nicht. Beziehungsweise den Hafen von Beluga. Aber wo fahren wir denn jetzt hin? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich das jetzt machen soll. Der hat mir nämlich nicht gesagt, wohin es geht. Guten Tag. Davon verstehe ich nichts und außerdem ist es verboten, davon zu sprechen. Kann jetzt natürlich sein, ich lande wieder auf der Zitadelleninsel. Und auf der Zitadelleninsel kann ich momentan eigentlich nichts machen. Oder ich muss was auf der Zitadelleninsel machen. Schauen wir einfach mal. Es müsste aber wieder die Zitadelleninsel sein. Ich glaube, ich muss... Als erstes, ich muss dieses eine Boot finden. Naja. Zitadelleninsel, wa? Naja gut, ist ja nicht schlimm. Ja, ist ja gut. Ich hab... Ich will doch hier. Guck mal. Boah, regt der mich auf. Ja, jetzt sind wir natürlich hier. Das ist ja alles schön und gut. Allerdings jetzt mit null Caches wieder hier anfangen. Ist doof, denn wir müssen ja schließlich ein Ticket kaufen. Falls du noch die Fähre nehmen möchtest, biete ich dir Fahrscheine für nur 5 Caches an. Ich drucke sie eigenhändig. Ja, nein, bin irgendwie gerade nicht so flüssig, ne? Der da drüben verrät mich sofort, das wissen wir noch vom Anfang. Ja. Der tut mir gar nichts. Okay, dann gehe ich mal wieder in die Stadt. Ich muss jetzt an Kohle kommen. Mindestens nochmal 4 Caches, ne? Damit ich hier wieder wegkomme. Lass mich in Ruhe. Oh, da ist zu. Alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ist alles gut. Ha, ha, ha. Dann eben hier rein. Geht auch nicht. Hä? Was mache ich jetzt hier? Was kann ich jetzt hier tun? Hallo. Guten Tag. Merkwürdig, diese Legende, nicht wahr? Eigenartig, dass sie davon gesprochen haben, weil es verboten ist, wussten sie, dass die Beamzellen für alle Arten gefährlich sind? Ja, ja, wusste ich. Haben mir deine Kollegen schon mehrmals gesagt. Was ist jetzt aber hier Fakt? Wir sind jetzt hier mit Sicherheit nicht ganz richtig gefahren, ne? Also, wir wollen ja eigentlich nicht... Wir wollten eigentlich nicht wieder auf die Zitadelleninsel. Wir wollten eigentlich auf die Insel Proxima. Allerdings beschleicht mich der Gedanke, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nur nicht mit der mit der Fähre machen kann, sondern es gibt noch so ein kleines Segelboot, das man noch alternativ chartern kann. Ich weiß gerade nicht, wo das ist. Das ist ein bisschen doof, ne? Nichtsdestotrotz aber gar nicht so schlecht, dass wir hier sind. Hier ist ja jetzt mal nicht so viel Militärpräsenz. Deswegen kann ich hier ein kleines bisschen so Energie und sonstige Sachen wieder ein bisschen aufmöbeln. Auch wenn es immer nur so Herzchen für Herzchen geht. Hier drin, weiß ich nicht, kann man mir irgendwie weiterhelfen? Meinen Sie? Und überhaupt, ich kenne Sie nicht. Ja. Es scheint, dass man alle Plakate... Ja, es stimmt. Hier gibt es wieder Lebenspunkte-Bonbons. Glaube ich an diesem Dings da. Lebenspunkte-Bonbons. Möchten Sie 10 Herzen für 10 Caches? Nee, kann ich mir nicht leisten. Nein, danke. Also gut. Ich muss hier irgendwie jetzt, abgesehen davon, dass ich meine Lebensenergie etwas aufbessern möchte und vielleicht noch die ein oder andere
andere Geschichte. Wo bin ich denn hier eigentlich? Halt! Was? Ja, okay. Hatte ich es nicht eben noch von der Militärpräsenz? Hat sich ja quasi erledigt, ne? Ich geh mal weg. Das ist ein Deko. Der wird wahrscheinlich schwer zu besiegen sein, deswegen lassen wir den jetzt mal außen vor. Der da vorne kommt, der ist mir auch zuwider. Apotheke geht nicht auf. Da ist die Apotheke. Haben auch die Videolänge schon so langsam wieder erreicht. Vielleicht kann ich hier die Kasse wieder ein bisschen looten. Das ist wenigstens mal 10. Cool, ich kann eine Fahrkarte kaufen. Also ich wüsste jetzt gerade echt nicht, was ich jetzt hier noch machen soll auf der Zitadelleninsel. Ich muss auf alle Fälle auf die Hauptinsel zurück. Und dann muss ich aber irgendwie rausfinden, wie ich da an dieses Segelboot komme. Ja. Und ganz davon mal abgesehen, muss ich irgendwie wieder ein bisschen mehr Materielles kommen. Ja, okay. Ist in Ordnung. Also. Also für 5 Caches kann ich von dem jungen Mann am Hafen ein Ticket kaufen. Das ist ja schon mal gut. Lass mich in Ruhe. Vielleicht kaufe ich gerade ein zweites für schlechte Zeiten. Ja, aber... So. Fahrschein für die Fähre. Kannst mich mal... So. Aus dem Kaufen war ja ein. Der andere verpfeift mich ja leider wieder, das wissen wir. Hier noch ein bisschen rumlooten. Falls du noch die Fähre ja nehmen möchte ich. Ja. Kauf ich. Du besitzt einen Fahrschein für die Fähre. Soll ich gleich einen zweiten kaufen? Guten Tag. Ich weiß nicht, worum es geht. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder auf die Fähre, fahren wieder zurück auf die Hauptinsel und da werden wir dann mal wieder ein kleines bisschen Schluss machen mit dem Video, ne? Willkommen an Bord. Also sprich, ich kann auch nur immer eine Fahrkarte bei mir führen, mehr ist halt nicht. Habe ich benutzt. Kann ich drauf gehen, schippern wir wieder rüber. Das Boot heißt übrigens Ark 1. Wahrscheinlich wegen Ark. Man weiß es nicht. Und da hat sich die Firma Adlin, die das, oder Adline, wie auch immer, die das Spiel ursprünglich programmiert haben, für immer verewigt in diesem Bötchen. So, Hauptinsel. Ja, hier hat es jetzt gespeichert. Genau an jener Stelle geht es im nächsten Video weiter und dann müssen wir hier rausfinden, wie wir irgendwie an dieses kleine Segelboot rankommen, mit dem wir dann zur Insel Proxima können. Beziehungsweise vielleicht finden wir auch noch irgendwie raus, dass wir hier noch irgendwas auf der Insel machen müssen, was ich jetzt vielleicht gerade nicht mehr auf dem Schirm habe. Schauen wir uns aber im nächsten Video an. Dieses ist an dieser Stelle beendet. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Oder aber auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss.